Moin Sie und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu XCOM 2, wo wir unser Team gerade zur Forge geschickt haben, um mal zu sehen, was da abgeht. Wir haben die Daten erhalten, also die Koordinaten für diesen Komplex hier aus der Einrichtung, wo wir die kleine Fiole mit dem genetischen Material der Menschen geklaut haben. Geklaut, ja. Doch, ich denke, wir haben die geklaut. So, und wir müssen mal gucken. Wir haben hier drüben irgendwo Andromedons oder sowas gehört. Und da arbeiten wir uns hier langsam vor in Richtung dieser Brücke. Wir werden wohl die linke Brücke benutzen. Ah, das sieht ja nicht so gut aus hier. In puncto Vorarbeiten. Oh, was? Als wenn hier noch irgendwas stehen würde. Steht aber definitiv nichts mehr. Merkwürdig. Und los geht's! So, und Kilian stellen wir einfach direkt vor Jonas. Ja, er scheint da irgendwie tatsächlich einen Cover-Bonus zu bekommen. Und ich... Ja, man kann dieses Feld ja auch nicht betreten. Also da ist noch irgendwas. Ich gehe schon. Angeblich. Ich konnte halt nur absolut nicht erkennen, was dort sein soll. Ach, hier kann ich nicht hintreten. Da ist ein Stein im Weg. Schade. Tja, wohin mit dir, Nobunaga-san? Vielleicht verstecken wir ihn hier im Turm einfach. Das ist leider auch nur niedrige Deckung. Ich hätte ihn natürlich schon gerne vorne an der Front irgendwo. So, wir haben es noch mit 15 Gegnern zu tun. Ich denke, hier guckt irgendwo noch ein Andromedon rum. Ich habe keine Ahnung wo, aber... Ja, die rechte Brücke sieht irgendwie doch einladender aus, muss ich sagen. Weil es da hohe Deckung durch einen LKW gibt. Aber egal, wir benutzen jetzt die linke Brücke. Und arbeiten uns immer langsam vor. Ja, da hören wir es trampeln irgendwo. So, Kilian besetzt hier die Mitte. Jetzt komme ich. So, ist Torben, da ist Torben. Ah, der schafft es hier nicht in die Deckung vernünftig. Dann wird er wohl sprinten müssen. Er bleibt hier schön eng bei seinem Team. Sebi lassen wir so ein bisschen... Oh ja. Also da würde sich jetzt vielleicht tatsächlich eine Granate lohnen, mal rüber zu werfen. Is it clear? Nope, wie immer. Und mit Granate meine ich so einen Sensor-Pod. Bestätigt, drücke aus.
Ja, irgendwo hier müssen die rumgurken. Oh, da sehen wir jemanden. Können wir drauf schießen? Nein, der ist noch nicht offiziell in Sichtweite. So, das Team ist geschützt. Los, zeigt euch! Hebe Feuerschutz! Scanning. Got it covered. Optical sensors on overwatch. Feuerschutz, da bewegt sich was. Ja, ich weiß. Aber was? Das scheint ein Mech zu sein. Na, wir haben ein Klappergeräusch Andromedon links, ein Stampfgeräusch Mech rechts. Schade, Ugruz. Ach, hier kommen wir nicht rauf. Ach, das ist ja ärgerlich. Ich lass mal Torben. Ach, Torben wird auch bis nach ganz vorne kommen. Das ist natürlich die Frage, ist das sinnvoll, ihn da bis nach ganz vorne kommen zu lassen. Ich lass mal Kilian hier einfach auf der linken Seite vorgehen. Na, ja, das Auto ist ein bisschen im Weg. Ich lasse Kilian mal einfach ein bisschen weiter vorgehen. Ein Gebäude, ja, erkannt. So, und da haben wir so einen kleinen Advent-Trupp. Und ein Andromedon. Und unsere Kanone ist leer. Hey, haben wir die nicht gerade erst... Ah, okay. Da ist Schuss Nummer 3. Der trifft wenigstens. Okay, damit ist unsere Knifte hier leider leer. Nee, ungünstig. Weißt du was? Nein, nein, ja. Probier das doch nochmal, Kilian. Ja, Kilian sei jetzt schon Torben. Kilian steht vorne, der muss nachladen. Mind Control, na also. So, damit haben wir den schon mal aus dem Bild rausgenommen, ganz gut. So, wir haben noch eine Aktion, deswegen aktiviere ich hier den Overdrive. Und werde einmal nachladen. So, und dann können wir hier zumindest wieder ganz gut ballern. So, Sebi von hinten. Auf wen hast du abgesehen? Auf den Shieldbearer vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Darüber muss ich mir noch mal Gedanken machen. Und los geht's. So, jetzt haben wir Sichtkontakt. 91%, den kriegen wir nicht tot. Ich bin unbegeistert. Ich bin unbegeistert davon.
Okay, womit fangen wir an? Ich denke, ich werde hier in Deckung gehen mit einem Run and Gun. Ah, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Glaube ich. Ah, vor allen Dingen kann ich jetzt, ja, ich kann meinen Reaper nicht mehr benutzen. Ich kann meinen Reaper nicht mehr benutzen. Das ist natürlich doof. 77, 75, 70, 50. Okay, also das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ich hier vorne den Typen auch gar nicht vernünftig mit reinkriege. Ja, der steht da so beschissen hinter seiner Deckung. Ja, ein Flashbang wäre drin, der hilft uns aber nicht so richtig weiter. Oh mein Gott, was mache ich? Oh gut, kriegst du den tot? Nee, der kriegt den auch nicht tot. Da drüben würde er tot bekommen, ja. Okay, also ich kann nicht Run and Gun und den Reaper aktivieren irgendwie. Schade. Vielleicht hätte ich den zuerst aktivieren müssen und dann Run and Gun. Ah, keine Ahnung. Wie ist denn unsere Crit Chance? Null. Ja. Null ist ja jetzt nicht so irre hoch. Okay. Also wir schießen hier zuerst einmal auf den Archon. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das funktioniert sogar sehr gut. So, kriegen wir Sebi in eine Position, von wo aus er was sehen kann? Nein, tun wir nicht. ...94% auf den Shieldbearer, das wäre eine Überlegung tatsächlich wert. Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich denke, ich werde hier vorne tatsächlich die Shredder Gun benutzen. Ich habe leider keine Granate da. Doch, ich habe eine Blendgranate dabei. Wie kann ich denn sonst schießen? 76% wäre das höchste, was ich da hätte. So, jetzt könnte ich hier aber auf jeden Fall eine Granate rüberhauen. Das dürfte uns so ein bisschen weiterhelfen. So, sehr hübsch. Achso, Ugruz kann überhaupt nur auf ihn schießen. Sehr gut. So, okay, und dann jetzt Sebi. Einfach nur schwer anschießen würde schon reichen. Der stirbt da an der Säure. Zack und zack. Situation bereinigt.
Okay, also das hat geklappt, auch wenn es erstmal nicht gut aussah. Hey, sag nicht, da ist noch ein dritter Andromedon irgendwo. Ich bin bereit. Merke ich. Was? Warum gibt es hier keine Deckung? Da gibt es Deckung, bestimme ich. Okay. Ja, angeblich gibt es da keine Deckung. Warum nicht? Kilian. Mach mal Deckung für Ugruz. Ja, irgendwie gibt Kilian im Moment keine Deckung. Und ich weiß nicht, warum nicht. Alle, hopp. Oh, unser Andromedon hier. Und ja, Torben, den darfst du auf jeden Fall behalten. Aber wie gesagt, kümmere dich dann auch um ihn. Lass ihn nicht verwahrlosen. Da haben wir einen Mech. Okidoki. Vorbei. Hat er uns gesehen? Kommt er auf uns zu? Oh ja, tut er. Ach, der geht in Overwatch. Na gut, meinetwegen. Da kann er hier noch schießen, Torben, ne? Was ist hier los? Kilian will nochmal schießen. Ja, da scheint sein Overwatch und sein, ich weiß gar nicht, was anderes, Hunter-Protokoll oder sowas zu ziehen. Torben, guter Schuss. Okay, einen habe ich erwischt. Ja, einer reicht vollkommen. Ah, da hinten guckt noch irgendwas rum. So, Sebi, hast du eine Schusslinie? Sebi hat eine Schusslinie. Nimm den Overwatch einfach von ihm runter. Durch diesen wunderbaren Schuss mit dem Scharfschützengewehr. Macht außerdem 8 Punkte Schaden. Nice. So, wie weit muss ich hier vor? Ah, ich glaube, Codexe spielen hier tatsächlich auch mit, ne, in der Mission. Es würde im Prinzip reichen, wenn ich hier bis hierhin rangehe. Klick. Okay, dann mache ich das so. Schon unterwegs. Nein! Ach, das war der falsche. Ich dachte, ich hätte Kilian angewählt. Fucking shit. Ja, eigentlich wollte ich Kilian da hinstellen. Das hat also nicht so geil funktioniert gerade. So, Kilian stellen wir also davor. Junge, Junge, Junge. Der müsste eigentlich nachladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn Jonas? Jonas, komm mal her hier. Da kannst du von hier aus was sehen. Ja, kann er. Sehr gut. Feuer mal bitte. 95% waren's. Ohne die Tracer-Munition wären es nur 85% gewesen. So, jetzt darf Ugruz ihnen den Rest geben. Der ist erledigt. So, und Kilian geht hier einfach in Overwatch. So, Nobunaga-san. Nee, der hockt da eigentlich ganz okay, finde ich. Also jetzt nicht spektakulär gut, aber okay. So, der Andromedon stampft hier einfach in die Mitte der Brücke.
Ach, sag bloß, der Andromeda und kann Deckung nehmen. Ah, okay. Und ich dachte schon, der wäre von der Deckung. Deutsch, von der Deckungsmechanik auch ausgenommen. Hoffentlich lohnt sich das. Ja, klar, lohnt tut sich das immer, Torben. Feuerschutz! So, hier auf dem linken Ohr habe ich nämlich die ganze Zeit noch irgendwie Andromedon-Geräusche. So, sieht aus, als wenn wir eine kurze Nachladerunde machen müssten. Sebi muss nachladen. Kilian muss nachladen. Ready to rock. Reload. Setting Overwatch. So, Ugrutz muss sowieso ständig nachladen. Waffe geladen. Na los, zeigt euch. So, Nobunaga-san, bleib einfach da. Achso, das ist jetzt gerade Jonas. Ja, dann gehe einfach mal in Overwatch. Nobunaga-san auch. Und der Andromedon. Darf auch in Overwatch. Torben kann auch einmal nachladen hier. Welche Nummer ist denn das? Hat keine Nummer. Zu viele Skills. Auf geht's. Bestätigt. Überwachung läuft. Also irgendwo guckt da definitiv noch was rum. Aber wir werden hier aufs Dach hochgehen. Und erstmal vom Dach aus was klären noch. Was da noch zu klären ist. Wie viele Gegner waren denn das jetzt? Das waren hier 5, 7 nochmal. Das heißt, wir haben noch 8 Gegner übrig. Mehr als genügend. So, den Andromedon werden wir hier so ein bisschen als Scout benutzen. Der kann gar nicht hoch, ne? Der kann Leitern benutzen. Okay. Herr Andromedon kann Leitern benutzen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Endlich! Endlich, ja, ja. Als wenn er wer weiß, wie lange schon gewartet hätte. Roger. Aber Jonas ist immer so ein bisschen ungeduldig, ne? Sprengt ja eine Sache in die Luft. Ist ein bisschen ungeduldig. Das macht nichts. On the move. So, scheint alles klar zu sein hier. I'm going. So, und Torben rückt auch so ein... Ach, den können wir eigentlich hier aufrücken lassen. Zu Sebi. Da fühlt er sich vielleicht ganz sicher. Scanning-Gebiet. Gebe Feuerschutz. Moving to Overwatch. Affirmative. Covering down. Priority 1. Biete Feuerschutz. Was war das? Gegner. Okay, also wir schaffen es noch nicht hier hoch aufs Dach. Doch, wir schaffen es hoch aufs Dach. Was erzähle ich denn für einen Quatsch? So, komm mal gucken, Ugrutz, wie sieht es da oben aus? Ups. Ja, gut sieht's aus. Ach, hier gibt es sogar noch einen höheren Aufbau dann. Mhm, okay. So, mal sehen, wie der Andromedon hier Leitern hochgeht. I would say it was recently manufactured. No wonder they just keep coming. Oha, da haben wir es. Und da hinten ist unser Ziel. So, und jetzt haben wir natürlich leider nicht gesehen, wie der Andromedon die Leiter hochgeklettert ist, weil da diese Zwischensequenz war. Na, schade.
So, Kilian kriegen wir bestimmt auch aufs Dach hoch, ne? Ja, kriegen wir. Kann ja sogar noch ein bisschen Cover für Ugruz sein. So, können wir hier grappeln? So ein bisschen Grapple-Action wäre auch jetzt total gut, oder? Oh ja, Baby. Das sieht schön aus. Ups. So, und Jonas kann es auch. Haken raus. Ups. Und mal gucken, wann wir den durch die Wand gehen lassen. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das zum ersten Mal anwenden müssen, können, dürfen, wollen, sollen. Weiß ich nicht. Sprinten wir hier hoch? Nee, es ergibt keinen Sinn, da hoch zu sprinten. Ja, die beiden hier sind leider nicht so eine Mobilitätswunder wie der Rest des Teams. Dadurch, dass sie einfach keine Rüstung haben, die das vernünftig unterstützen. Oder halt ein fieser Killer-Roboter mit Jump-Jets sind. Er sieht den Gegner, ja, glaube ich nicht. Hören nehme ich ihm ab, sehen eher nicht. So, wir bewegen uns hier langsam vorwärts. Das Dach scheint tatsächlich sauber zu sein. Ich muss mal gucken, wo kommen wir? Ah, hier ist eine Leiter, die uns direkt daneben runterführt. Gibt es da eine Tür? Gibt es da eine Tür? Ah, hier drüben müsste eine Tür sein. Wenn sich das Layout zum letzten Mal nicht geändert hat. Ich erinnere mich daran, dass da eine Tür war. Oh, guck mal, hier ist ein Loch in der Wand. Das ist natürlich auch nice. Ansonsten hätten wir die nächste Leiter hier drüben auf der anderen Seite. Ah, okay. Also so ein kleines bisschen kann ich mich noch hier erinnern an die Mission tatsächlich. Boah, ist der scheiße. Rennt er hier einfach durch diese Deckung durch und macht alles kaputt. Unglaublich. Also, jetzt können wir hier einmal sprinten. Jetzt ergibt das durchaus Sinn. What? What? Infiltrate the Advent network. We will need to move in with the Skulljack to initiate the process. Wie zum Kuckuck. Wir scheißen doch. Hier ist nirgendwo ein Loch oder irgendwas. Niemand hat eine Sichtlinie. Ja, irgendwie scheißen die hier, ne? So, wohin jetzt mit Jonas? Jetzt komme ich. Ja, keine Ahnung, was hier gerade abgegangen ist. Wir können jetzt einfach nur mit einem in Overwatch gehen. Allerdings werde ich mir das aufheben bis zur nächsten Runde, Jungs und Mädels. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe einfach, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dass unser dicht gedrängtes Team hier überlebt. Macht's gut und bis dann. Ciao.